Und dafür unterbreche ich nicht die Aufnahme, ich lasse sie weiterlaufen. Bin grundsätzlich dagegen, dauernd 15 Minuten, also alle 15 Minuten solche Cuts zu machen und dauernd immer wieder zu sagen, herzlich willkommen zurück zu Spielename, wo sind wir stehen geblieben? Ich glaube, selbst bei... Ich knalle immer gegen den Gegenverkehr! Und ich muss den Krankenhauswert erhöhen! Nee. Finde ich auch grundsätzlich bei auch Autorennspielen ist das grundsätzlich keine schöne Idee. Das mal mittendrin eine Aufnahme zu stoppen und dann wieder fortzufahren. Das könnte man schon bei solchen Abenteuerspielen oder Actionspielen machen, aber hier auf keinen Fall. Mittendrin im Rennen die Aufnahme unterbrechen ist nicht gerade die beste Idee. Und ich nutze nochmal die Vorteile des Quick Service, den ich mal ordentlich durchfahre. Und Leute, wir kriegen den ersten nicht. Gibt ja wirklich Leute, wenn die da schon sagen, wenn man erstmal als Zweiter durchgeht, sagen die erstmal, du bist voll schlecht! Strecke hätte ich locker mit! Den und den Minuten als Erster geschafft. Aber du, Noob, du musst natürlich verlieren. Guck dich nie wieder, ich deabonniere dich. Und ich mache an deinem Video ein Dislike. Nein! Unsichtbare Wand. Oh, da ist er wieder. Kommt gefährlich nah. Und, na, die werden es nie alle kapieren. Immerhin gibt es ein paar Ausnahmen. Ein paar. Aber nicht alle. Der erste hat schon ins Ziel geschafft. Ob das unserem Titel schaden wird? Na, wer weiß. Okay, wir sind fast am Ziel. Mann, 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 die Rennen brauchen jetzt aber allgemein ganz schön lange. Schum. Unsichtbare Wand. Und ich habe keinen Innenraum. Wunderbar. Bing! Hallo! So. Beste Rundenzeit, beste Gesamtzeit. Wissen wir. Nein, unser Titel hat's absolut... Hat's absolut nicht geschadet. Wir haben 32 Punkte und der zweite hat gerade mal 17. 119.540 D-Mark haben wir jetzt insgesamt und wir haben Schaden. Den wir flat behoben. So wie das aussieht, können wir die Karre sogar schon verkaufen und uns dafür den Audi holen. Nee, horch DD. Ob ich das mache? Ich mach's mal. Das Geld reicht. Ich nehme natürlich einen dunkelblauen. Reicht so für ein paar Tune-Ups. Neuer Motor montiert. Breitreifen eingekauft. Jo, das reicht. Wir haben natürlich eine Autobahnstrecke. München nach Wien. Lass die Motoren an. Ach, da diesmal ein Hamburger Kennzeichen. Das ist mir neu. Und der Dreiringer. Nicht vier, wie normalerweise bei Audi. Alter! Das habe ich noch nie gehört. Die haben jetzt ein ganz anderes Auto in Mind. Die habt ihr ja vorhin mitbekommen. Ich habe einen Horch DD. Aber die haben natürlich den Wagen, der gerade vor mir ist, gemeint. Wir verfolgen tatsächlich mal ein anderes Fahrzeug als meins. Ha, ich bin raus aus der Sache. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ah, das war's jetzt.
Nein! Ich wollte die Blitzanlage wegmachen, aber... konnte ja nicht ahnen, dass der gleich losdreschen will. Soll man übrigens auch nicht machen. Einfach so sich da einschleichen. Da sieht man mal, was das für Konsequenzen hat. Dam, dam, dam. Nee, ich werde keine Blitzanlage erwischen. Nein! Ich bin mit Absicht reingefahren. Wer sagt das? Huch. Wagen 33 gegen Panzer XLR mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Grenze. Nee. An alle verfügbaren Einheiten. Unterstützung bei Verfolgungseinsatz. Dringend. Lieber nicht. Wir sind nah dran am Ziel. Aber die meint Tatsache das andere Fahrzeug. Nicht das, was wir fahren. Ach da, der billige ICE, der ins Nichts reinfährt. Da hat seine Geräuschkulisse ausgemacht. Und wir sind schon fertig. Hey, wir haben blaue Unterbeleuchtung, wenn man das so sieht. Yeah. Hatte ich nicht schon mal erwähnt, ich bin grundsätzlich eher gegen so Tuning-Maßnahmen. Wir sind immer noch 19. Gerade mal der Zweitplatzierte hat 19 Punkte, wir haben 42. Alter! Das sind extreme Unterschiede, Leute. Getriebeausbau eingekauft. Bremsunterstützung angeschafft. Nitrosauerstoff-Turbobeuniger installiert. Ey, der... 2644 D-Mark. Abgehakt reden kann ich auch. Nur nicht so professionell wie die. Alle Upgrades, das teuerste Fahrzeug, also... was kann noch schief gehen? Lass die Motoren an. Los! Außer, dass ich mich von meinen eigenen Gesprächen mal ablenken lasse. So grill! So grill! Tja, da sind wir wieder in Wien, diesmal mit einem Horch DD. Obwohl das ja auch so eine schöne Sache ist, wer dann halt mal immer das unnütze Wissen durchblättert, wird dann auch erstmal erfahren, Audi heißt doch übersetzt, anders übersetzt, Horch. Ich habe vergessen, Steam auszumachen. Und falls ihr euch jetzt fragt, nein, Autobahn Raser 2 gibt es nicht bei Steam. Schön wäre es allerdings. Ich will nicht wissen, ob diese Person Borderlands 2 spielt. Ich will das nicht wissen. Unterbrechung. Ja. Ja, über solche aktuellen Spieletitel muss natürlich auch ich informiert werden. Ja, denkt ihr nur, ich kenne nur die Spiele, die ich da selber spiele? Ich könnte ja auch aktuelle spielen. Nur mein Rechner ist dafür nicht gemacht. Und hier sind wieder diese beschissenen Wackelstraßen. Gleich machen wir wieder einen Spaziergang durch den Park. Wir haben es bisher immer geschafft, bloß einige Städte durchzufahren und schon sind wir in Wien immer mit der teuersten Karre da. Ruhig blauer. Schnauze, Schnabel. Das stimmt, die Ente gibt's ja in einem anderen Spiel. Gibt's ja bei Urlaubsraser. Aber falls jemand fragt, ob ich davon ein Let's Play mache, leider Gottes nein. Weil das ist, naja, auch nicht gerade so richtig atemberaubend, da erstmal mit allen Charakteren die ganzen Strecken durchzuspielen, nur damit man halt am Wagen von dem Moderator ankommt. Und die Polizei will uns nicht mehr verfolgen, die hat keinen Bock mehr. Na, habt ihr alle gelächelt?
242, ne? Ist doch nicht schlecht. Durch die Innenstadt von Wien. Mal sehen, was passiert, wenn wir den Turbogang einlegen. Ja! Na, 300. Yeah! Wurden wir jetzt mit 300 geblitzt? Ich höre Sirene in meiner Umgebung. Wunderbar. Die suchen einen, der im virtuellen Spiel zu schnell gefahren ist. Aber Leute, ihr sucht ganz falsch. Der ist in Wien und nicht in Leipzig. Hey, wohnst du in Leipzig? Wer will das wissen? Ich! Wenn ich Nein sage? Okay. Wo wohnst du dann? Das willst du nicht wissen. Doch, ich will das wissen. Nein, willst du nicht. Wo wohnst du? Pst! Schnauze jetzt. Ein bisschen Off-Topic-Gespräche. Damit ich euch bei Laune halte. Ja, so kann ich euch auch bei Laune halten. Wenn der Idiot nicht mal in seinen Seitenspiegel gucken soll, ein Krankenhauswärter erhöhen! Ja, der Typ aus Fimas Twitter ist inzwischen mein Lieblingstyp geworden. Nur weil da halt in Großschrift steht, dass man den Krankenhauswärter erhöhen sollte. Aber das ist ja jetzt das vollkommen falsche Spiel. Wenn ihr euch Fimas Twitter ansehen wollt, dann bitte ab Part 1 auf meinem Kanal. Bisschen Eigenwerbung schadet nicht. Genauso wenig der Quick Service. Stimmt, ich bin die Strecke schon so oft mal gefahren, aber ist der Quick Service da am Start der einzigste? Ich habe so das Gefühl. Wir werden dauernd geblitzt. Ja, ich weiß. Oh, das haben wir bald hinter uns. So, warte mal, nach Wien kommt ja Hamburg. Ist lange her. Hamburg, dann kommt die Autobahnstrecke und dann... Genau, dann kommt die neue Strecke. Wenn ihr die Folgen gesehen habt, wisst ihr ja, welche Strecke dann drankommt. Obwohl das ja passt. Der Wagen kommt ja aus Hamburg und da sind wir ja auch bald in Hamburg. Nein, ich habe keine Langeweile. Das ist ja hier der eindeutige Beweis, dass ich keine Langeweile habe. Die Einzigen, die Langeweile haben, sind die, die sich das Video anschauen. Nein. Ach hier, ja, genau, genau. Müssen natürlich immer mal zwei sein. Quick Service. Ja, Alzheimer. Ich bin im Anfangsstadium. Das Endstadium erreiche ich dann bestimmt mit 80, 90 vielleicht. Wer weiß. Ich kenne mich ja mit sowas nicht aus. Nein, nicht Spur wechseln. Sehr gut. Was ich davon vorhin? So, schön sachte durch den Park schlendern. Slender, wo bist du? Bist du in Wien? Wäre doch auch eine schöne Idee. Halt mal den Park von Wien nachstellen. Also den hier aus Outrun 2. Und das halt mal in eine Slender-Map packen. So. Jetzt habe ich ihn mal umgefahren. Zufrieden. Und jetzt... Zabusch! Yeah! Untergrundbeleuchtung. Mit Strich. Bla bla bla. 52 Punkte, der zweite hat gerade mal 24 und fährt das gleiche Auto wie ich. 60.244 D-Mark insgesamt. Ach so. Werkstatt Showroom brauche ich ja erstmal gar nicht gucken. Wir starten gleich durch nach Hamburg. Lass die Motoren an. Los! Natürlich mit der coolsten Mocke aller Zeiten. Das war natürlich ein Scherz.
Die ist zwar nicht die coolste überhaupt, aber naja, man kann sich's anhören. Fängt ja gut an. Oh nein, den Typen nehme ich nicht. Der ist gegen ein Auto geknallt. Alter! Das ist die erste Verwarnung. Alter! Können Sie sich noch verdammt! Musst du denn auch im Weg rumstehen? Ich habe mich nicht ablenken lassen. Wohlgemerkt. Toll, Dritter. Wenigstens hat es die meisten erwischt. Hier ist Wagen 12. Melde einen Panzer XLR mit drastischer Geschwindigkeit. Wie kann der Mensch sagen, dass ich aggressiv bin? Verstanden. Kongresswert erhöhen! Ah. Wir haben einen überholt.